Ich heiße Manuel Krippendorf, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Ja, warum wollte ich einen Freiwilligendienst machen? Nach dem Abi wusste ich noch nicht so richtig, wo es hingehen soll, auch beruflich, vom Studium her. Und ich fand, es war eine super Alternative, einfach mal sich ein Jahr ehrenamtlich zu engagieren und ein bisschen Abstand von der Schulzeit zu gewinnen. Auch mal so ein bisschen reflektieren, wo möchte ich später hin. Und dieses Freiwillige hat mir eben diese Zeit gegeben, um darüber ausreichend nachzudenken. Ich war im Generalsekretariat des DFJW in Paris. Meine Aufgaben dort waren generell die Kommunikation innerhalb des Generalsekretariats, das heißt verschiedene institutionelle Partner vom deutsch-französischen Jugendwerk mit denen zu kommunizieren, E-Mail-Korrespondenz. Ich war mit diversen Projektbilanzen betraut und allgemeine Bürodienste, sowas. Besonders gut hat mir gefallen, dass das DFJW relativ gut für seine Freiwilligen sorgt. Also man hat sich nie irgendwie verloren gefühlt oder so. Man hat drei Seminare quasi zur Evaluation, wo es dann in so einer Natur wie hier geht und man ist mit anderen Freiwilligen zusammen und hat ein bisschen pädagogischen Rahmen sozusagen. Und auch generell die Wohnsituation in Paris war super. Für Pariser Verhältnisse waren wir in einer schönen Wohnung, hatten eine Volontärs-WG im 20. Arrondissement in Paris. Ja. Was sollten neue Freiwillige besonders beachten? Ich glaube, man sollte nicht zu viele Erwartungen haben. Ich glaube, man sollte das Jahr beginnen und nicht mit einer konkreten Vorstellung reingehen, weil das wird auf jeden Fall anders. Sonst ist es bestimmt nicht schlecht, sich gut über Orte zu informieren, wo man Leute treffen kann, weil es, denke ich, wenn man in eine neue Stadt kommt oder je nachdem wo, nie einfach ist, neue Leute kennenzulernen, wenn man seinen ganzen Freundeskreis verlassen hat, erstmal im Heimatort und